Hi. Und Hallöchen, da sind wir wieder. Und wir Schön. gehen direkt drüber, weil Was? Warum gehen wir gucken. denn da hin? Ja, weil gucken, wie der Berg so gegeben ist, wegen der Warnung. Wollten wir nicht einmal von unten gucken? Wir auch. Da. Weil die. Warte, wir waren uns doch einig, da hinten am anderen Ende der Brücke wollen wir irgendwo einen Bahnhof hinpacken. Ja, und in den Berg hinein wollte ich den Bahnhof auch ein bisschen setzen. Aber wie kommen denn die Schienen da hoch? Und Ja. da dachte ich nämlich, lass doch einmal runtergehen und einmal, komm, ich zeig dir mal, was ich meine. Komm mal mit. Komm mal lecker bei mich bei. Hast du das Okay. im Übrigen? Nee, entschuldige, ich nehme es direkt zurück. Ich wollte gerade sagen, hast du etwas gesehen, aber es ging um meine Videos und wir gucken ja unseren Content gegenseitig nicht. Wo ich hier genau hier passend stehe, hier entstand das Thumbnail der letzten Folge für den Baufusch, weil hier der weiße Block war. Ich habe es als Thumbnail genommen. Ja, ich habe den wieder weggekloppt. Ja. Jetzt kann mir niemand kann beweisen, dass dort ein Block war. Doch, ich habe es als Thumbnail. Der hat nicht gesagt, dass du mal offscreen auf den Server draufgegangen bist und deinen Mein Blocke lieber gebaut hast. Und, Eki, ich werde deinen Content gucken. Und zwar nur, um herauszufinden, wann du wo diesen Block platziert hast. Und irgendwann in einer der nächsten Aufnahmen werde ich dich in Grund und Boden beschimpfen. Weil ich dann sagen kann, da hast du den Block gemacht. Da ist das. Bei Minute sowieso. typisch deutscher Bürokratie-Scheiß. Ja, Wir haben Punkt typisch 13 deutscher Uhr 3. Minecraft-Let's Play-Kommentierer. Bei Haben 3 Minute 15 hast du Kohle vergessen, bei 7 Minuten 18 hast du den scheiß Block platziert. Da musst du aber einiges durchgucken, weil dort habe ich noch die Das ist mir Dekoratoppe egal. gebaut. Das ist mir egal. Dafür gibt Okay. es, ich lade mir deine Videos einfach heimlich runter und mache das im Schnelldurchlauf. Ha! Man kann auf YouTube Ausgetrickst. auch die Geschwindigkeit hochstellen. Ja, aber nicht so schnell wie ich im VLC. Autsch. Ja. Und da fiel ich auf den Boden der Tatsachen. So, Wow. ist alles nicht so schlimm wie neulich im Mainstream mitzuschwimmen im Treppenhaus. Was? Oh Gott. Wow. Ah, Wir ich habe wollten im ja auch da noch Nachhinein eine Brücke beschlossen, überbauen. das war mein schlimmstes Wortspiel. Ernsthaft, das war mein Ah, schlimmstes Wortspiel Gott. bisher. So, pass auf, was ich nämlich tatsächlich überlegt hatte, war hier die Sache mit dem, wie lässt man denn die Schienen da hochgehen? Ja, was ist denn hiermit? Wir haben doch hier eh diesen blöden Hügel hier. So, ich hüpfe mal auch blöd hoch. Ich komme hier irgendwo ganz hoch. Doch, so, jetzt komme ich hier hoch und hier und da komme ich auch hoch und da und mein Gott, Bergbesteigung für Anfänger. Hep, 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 hep. Und du meinst, dass dann hier das quasi auch dann gleich durch den Berg durchgeht, oder wie? Ja, ich meine, warum sollen wir diesen, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal ganz unschön Bergnippel hier nicht nutzen und Ach, schon wieder sagen, ein Nippelblitzer, Minecraft. ja, richtig. Ja, aber warum sollen wir das denn hier nicht nutzen? Ich meine, das Teil ist doch eh hier. Dann kann man das doch hier nutzen, um hier so ein bisschen die Schienen hochgehen zu lassen. Ich meine, wie genau man das jetzt anpasst, weiß ich nicht. Aber wir haben ja dadurch eine, ich nenne es mal natürliche Kommst du kurz Säule, weiter weißt hoch? Ach, du bist schon hier. Dann müssen wir Hi. hier eine kurze kleine Brücke machen, die zum Berg halt rüber geht. Ja, das wäre aber nicht das Ding. Also, das sieht aber doch glaubwürdiger aus, als wenn wir jetzt hier so eine riesen Holzkonstruktion oder sonst was machen, oder? Holzachterbahn im Moviepark. Ja, Ja. ich meine, ich mag sowas ja, aber. Ich nicht. Ne? Ich meine, dieser kleine Hügel ist hier eh. Dann lass uns den doch nutzen, wenn wir da eh so eine natürliche Stütze sozusagen, um zumindest die Schienen bis auf eine gewisse Höhe schon mal zu bringen, weil guck mal, so weit ist die Brücke gar nicht mehr von der Höhe her. Nee, und du musst ja auch bedenken, das ist ja auch ein bisschen unterhalb der Brücke, der Ja, Bahnhof. einerseits das, wir können ja hier ist immer hier, wo der Baum ist, bisschen näher als an den Berg ran, machen wir nochmal zwei, drei Stützpfeiler, dann einfach nur aus Holz, das wird hier reichen. Aber dann könnte man die Schienen dadurch schon mal nach oben lenken, das passt doch. Wird schon wieder dunkel, lass mal ins Haus gehen. Also ich finde zumindest, das würde passen, oder? Da hätten wir so die Hälfte der Höhe bis hierhin schon mal erreicht. Kann dann zum Berg hin noch höher gehen. Das sollte doch eigentlich passen. Gut, ja. Erstmal wieder nach Hause, alles klar. Warte, ich muss mir erstmal den Weg finden. Haha, voll gut.
Ich wollte mich nicht wieder in den Tod stürzen. Eher ungerne zumindest. Dann müssen wir das auch so machen, dass man an der Haltestelle hält. Aber mit Knopfdruck auch wieder weiterfährt. Machen wir eigentlich eine eingleisige Bahn oder machen wir zweigleisig, also eine Ich würde zweigleisig sagen. Hin- und Rückfahrt? Okay. Weil das sieht dann auch ein bisschen schön aus, denke ich, ne? Als wenn da nur ein Block breit irgendwas rumfährt. Finde ich persönlich auch, ja. Machen wir einfach so 4 Block breit gesamt für die Strecken, sodass zwischen der Strecke auch jeweils 2 Blöcke sind, damit auch die Züge aneinander vorbeifahren können. Theoretisch. Also mir würde sogar eine Dreier Weite reichen. Ja So von der gut, Dreier Breite geht her, aber. auch. Also es reicht eigentlich. Ist einfacher, das dann ein bisschen symmetrisch zu bauen. Weißt du, wenn du so einen Stützpfeiler dann hast zum Beispiel, reicht dann wirklich ein Holzstamm. Ne? Es sieht nicht super riesig übertrieben dann aus. Muss es ja aber auch gar nicht. Es geht ja nur um eine Bahnlinie sozusagen. Und das reicht tatsächlich, finde ich. Ich muss mal eben ganz kurz gucken, dass ich mir mal eben ein bisschen was zu essen noch mitnehme, weil ich habe nicht mehr so viel. Hab 53 Möhren. Du erinnerst dich hier rein vom Möhren gerade, sagst du, ja? Nimm doch lieber die Möhrchen. Mach, mach. So, na guck mal, da haben wir nämlich Lustig. noch 64 gebackene Kartoffeln. Geil. Backkartoffeln. Da tue ich aber mal ganz viel von weg. Ich habe noch, ja, 7 Brote habe ich jetzt noch, aber ist egal. Okay, so, also der Plan ist Bahnhof. Fahren wir Bahnhof, ja. Darf ich. Hab ich noch Spitzhacken? Ich habe gar keine Spitzhacken. Warum habe ich denn keine? Ich bastel mir mal eben kurz welche. Was Haben wir willst du denn hier tun? unten noch was? Weiß ich gerade gar nicht. Meine Idee war gerade, darf ich mal oben gleich ganz kurz ein bisschen das Treppenhaus noch ausbauen? Wegen diesen um den Lavastrom rumlaufen. Macht das Sinn? Darf ich das kurz Ja, dazwischen schieben? kannst du machen. Okay. Frage ist nur, wie wir das aussehen, ne? Da will ich dabei sein, ich will wissen, wie du das machst. Okay. Haben wir noch irgendwo Holz hier gerade oder haben wir gar keins mehr? Weil ich finde gerade Ich hab keins. keins. Ist ja hier begeisternd. Wir haben tatsächlich kein Holz. Ach, wir haben aber noch eins für Spitzhacken. Na gut, Steinspitzhacken, die reichen ja eigentlich. Wir müssen uns eigentlich wieder so eine Holzfarm anbauen, ne? Ja, wir müssen einfach nur mal irgendwo Holz hier mal wieder abbauen. Das ist auch das Problem. Wir haben ja so ein bisschen. Wollen wir das sonst so machen? Wolltest du sonst einmal zu unserem alten Bauort zurücklaufen und einmal ein bisschen Holz farmen? Mal zur Abwechslung. Magst du mal etwas farmen gehen und ich bastel in der Zeit? Bisher Ja, läuft es ja meistens andersrum. kann ich machen. Ja. Machen wir das mal einmal so. Dann stürze ich Ach, mich da das mit der oben. Lava ist schon schön hier. Ja, doch, ich mag das hier. Frage Hi. ist, soll ich da jetzt noch ein Geländer dran klatschen oder eher weniger? Wenn ich Also ehrlich sein soll, ich finde, ein Geländer muss nicht mal sein. Eigentlich mag ich das so, wie es aussieht. Wir könnten hier sowas allerdings, wieder. ich hatte, das sieht eigentlich zu wuchtig aus, oder? Weiß nicht. Also es ist kein Muss, finde ich. Wir können ja die Zuschauer entscheiden lassen. Lass mal Ich so eine gebe. Ecke hier dran. Abbauen können wir sie immer noch irgendwann. Ja gut, dann mache ich die noch eben bis oben hin fertig. Dann hat man einen besseren Eindruck. Es nimmt so ein bisschen die Sicht auf die andere Seite. Das finde ich halt ein bisschen schade. Und ich meine, die Treppe ist breit genug. Ich habe jetzt nie das Gefühl hier, so, oh, ich werde hier gleich runterfallen, wie doof. Sondern, nee, das ist doch eigentlich breit genug. Also so aus Sicherheitsgründen brauche ich kein Geländer. Aber wie gesagt, ja, auch wenn ich diesen Satz hasse, schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es rein. Also Feedback gerne gesehen, was unseren Baustil angeht. Nehmen wir gerne. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, wo ich gerade unten reinkam, kam mir gerade kurz zu der Gedanke, vielleicht könnten wir auch mit so ein paar Glasblöcken unten die Lava da so ein bisschen einfassen. Ich bin weg von der Idee, dass ich denke, oh ja, lass uns das bis oben hin so in Glas einpacken, weil, nee, wozu? Das kann ja ruhig so offen runterfließen, ja, das ist ja okay. Aber vielleicht untenrum, einfach nur so, weiß nicht, so, sagen wir 3, 4, 5 maximal Blöcke vielleicht hoch.
Ne, so rundherum um die Lava so ein bisschen Glas, einfach dass das wie so eine Fassung kriegt, sozusagen unten, dass man halt unten da nicht direkt gegenläuft. Würde besser aussehen, als da nur einen Zaun dran zu machen, wobei ein Zaun auch eine Idee wäre, aber So, jetzt muss ich mal eben was gucken. Wir hatten ja irgendwo hier, ging es ja quasi schon wieder raus. Das war ja das Blöde. Oh ja, das war ja sehr lange sehr erfolgreich mit dieser Spitzhacke. So, ich mache mich dann mal auf den Weg, obwohl ich habe meine Möhren wieder weggepackt. Nö, Oh. ich brauche doch meine Möhrchen. Okay, ich entdecke gerade ein Problem mit dem Gang bauen. Da bin ich ja direkt wirklich an der Außenwand hier. Sag ich ja. Zwar nur auf Wegen. der einen Seite. Weiß nicht, also. Könnte man ja auch mal überlegen, ob man da eine Überführung macht über die Treppe, die da noch ist. Ja. Also quasi, dass man dann auf dem roten oder weißen Mauergebilde steht. Andererseits. Oder wir machen Freiluft, rauslaufen, also so rumgehen, Ich gucke freiluftmäßig. jetzt mal kurz, wie tief das denn hier überhaupt ist. Das ist ja aber gar nicht so viel. Weißt du was? Scheiß drauf. Ich mach mal unseren. Ja, komm, auf der Höhe brauche ich das aber eh nicht. Ich ziehe das bisschen höher. Also diese Außenmauer, die geht nur da, wo der rote Stein ist. Geht hier halt wirklich recht tief halt, ne? Weil der Berg da so ist. Ich setze das einfach ein bisschen höher. Also diese Steinmauern, tralala, diese Außenmauer sozusagen, ne? Von unserem Turm. Ich baue das jetzt hier unten ein bisschen ab und ersetze das mit normalem Fels und dann fängt das halt ein bisschen höher an. Ja, okay. Finde ich jetzt nicht schlimmer, aber dadurch kriege ich es dann ein bisschen breiter. Was wie ewig ich nicht mehr in unserem alten Dorf war, ey. Und echt eine Ewigkeit her. Und das ist doch das Haus, was noch nicht fertig ist. Ah, das muss Ja, ich noch irgendwann fertig bauen. von den nicht fertigen Dingen haben wir leider so ein paar. Das muss ich noch fertig. Ja, das Hotel im Berg auch. Ja, unter anderem eben. So, jetzt müssen wir eben was gucken. Ich Habe muss ich auch hier sagen, so langsam die. bekomme ich auch Nein. wieder Bock, dass wir hier wieder zurückgehen und hier wieder ein bisschen weiter bauen. Naja, So sagen wir es mal langsam. so: Wenn wir hier eine Bahnlinie dann fertigstellen, dann können wir von mir aus auch erstmal da wieder ein bisschen weitermachen. Dann kann ich eine neue Staffel anfangen. Haha, voll gut. Oh. Ich mag das Staffelprinzip irgendwie. Das ist irgendwie toll. Ja, So, dich aber baue ich mal ab. weiß nicht, ich habe ja diesen Schritt bis jetzt noch nicht mal in eine Staffel umgenannt. Da kann ich ja nichts für. Ich war fleißig. Was hat das mit Fleiß zu tun? Ich fand das einfach, weißt du, Das ich war mach ja der 50. Plan. Oh, komm, wir machen einfach eine neue Staffel. Okay, also mache ich Season 2. Was macht Eki? Nicht Season 2. So ganz genau war das ja auch gar nicht der Plan. Also Ja, zumindest ja, nicht bei ja. mir. Das sagt Nee, er wir haben nur jetzt. gesagt, wir wechseln jetzt rüber, weil du da Bock drauf hast. Da habe Huch. ich gesagt, gut, können wir gern machen. Warte mal kurz. Irgendwas ganz Komisches mache ich hier gerade. So, das muss weg, ne? Ja. Weg, weg, weg. Mensch, ey. Na ja gut, das machte für mich tatsächlich aber auch Sinn, da zu sagen, ja, okay, komm, so, einmal Schnitt, einmal Staffel. Da geht's weiter. Das ergab für Ah. mich tatsächlich Sinn, muss ich sagen. Finde das aber doof, wenn die erste Staffel nicht mal 30 Folgen hat. Ja. Die erste Fand Staffel ich. hatte genau 40 Folgen. Just saying. Nee, nicht psch. Weißt du, will mich belehren und dann werde ich hier gestummt oder was? Hallo? Hackt ja wohl. Was ist denn da los? Hör mal. Das sind hier Zustände, bei denen ich arbeiten muss, ey. Ja, klar. Weißt du, kommst mir hier mit klug geschissen und dann stimmt das nicht mal. Zollen sowas. Voll gut. Bla bla bla. Nicht mal so und so viel Folgen. Doch. Was im Übrigen passen würde, weil dann hätten wir auch Staffel 2 relativ genau bald 40 Folgen. Und mal wieder, just saying. Ja, es sind ja nur noch 11 Fol 9 Folgen, meine ich. Bis wir die 80 geknackt haben.
Ja, dann Was mit weißt du der ja, wie schnell wir neuen? den Bahnhof fertig kriegen müssen. So, siehst du, wir haben eine Deadline. Voll Oh, gut. 8 Folgen für den Bahnhof, der Ja, riesig klar. sein soll. Ja, klar. Dann jetzt hier Toll. nicht weiter rumdiskutieren. Auf geht's. Steine kloppen und ran an die Arbeit. Ja, klopft du Stein, ich mache hier gerade Holz. Ach, voll gut, ey. Jetzt haben die hier voll den krassen Beef, Alter. Natürlich, den werden wir auch noch auf Twitter weiter ausführen, obwohl auf Twitter gehe ich gar nicht wegen den Pokémon-Leaks. Nicht? Oh, warte. Heißt das, Nee. ich kann dich da jetzt gerade in Grund und Boden beefen und du kriegst das gar nicht mit? Voll geil, warte, ich muss einen Tweet schreiben. Doch, das kriege ich mit, weil ich Warte, kann ja immer ich noch auf nehme die in diesem Moment mein Notification-Seite. Smartphone. Ich schreibe jetzt einen Tweet. Nicht wundern, dass ich rumstehe in der Folge. Ich twitter das jetzt. Wenn ich dran denke, warte, ich schreibe mir das auf. Warte, ich brauche einen Zettel. So, ich habe jetzt Kann auch einen einfach großen auf die Zettel. Notification-Seite gehen oder auf dem Handy gucken. So, Mensch. ich schreibe mir jetzt auf einen großen Zettel Beef mit Eki in Video einblenden. So, Klammer auf 3 mit Herzchen. So, jetzt schreibe ich den Tweet. Krasser Beef mit diesem Eulen Eki. Was Minecraft so anstellt mit Jetzt schon wieder Menschen. dunkel. Ich gehe mal in Richtung So, Schlafen. habe den Tweet Folie. gesendet. Falls du darauf antwortest, ich werde alles in ein Video einblenden, damit jeder Bescheid weiß, was für ein schlechter Mensch du bist. So, weißt du Bescheid? Zum Video, was wir gerade aufnehmen. Ja, ich werde das in diesem Video noch einblenden. So. Dann habe ich das bestätigt, dass du hier voll den krassen Beef machst. Da habe ich Beweise. Ich habe gehört, sowieso jeder YouTuber muss heutzutage Beef haben. Ja, ich mag Beef. So als Frikadelle oder so. Ja. Ich gehe mal in Richtung Bett, ne? Okay. Ach, Sag schön. Bescheid, wenn du drin liegst, dann hau ich mich auch in Ruhig. der Koje. Das Tust du. getraute Bett zu Hause. Das Wie ging jetzt aber schön. schnell. So, hepp, Nacht vorbei. Ja, Wie die Nächte langweilig sind nicht mal kurz. hier. Schön. Ich finde das gerade schön. Dann haben wir jetzt endlich mal vernünftigen Beef. Das ist auch viel zu lange her. Wir haben sowas nie. Das ist schade. Wir sollten öfter Beef machen. Machen wir mal öfter Beef? Okay, machen wir mal öfter Beef. Echt? Alles schön. Den können wir im Sommer auf den Grill werfen. Ich mag Beef. Geil, machen wir einen schönen Burger. Ja, ne? Was Ja. geil. Beef mit Bacon. Ach, unsere Tiere sind so bekloppt einfach nur. Mist, wenn das jetzt hier ein Hast du, wann bisschen. hast du zum letzten Mal die Schafe geschoren? Weiß nicht. Hier ist immer noch ein Schaf nackt. Nur Ja, ein Schaf. Nur ein Schaf. weil da sind wir doch nie. Das ist doch zu weit weg. Das wird doch dann immer nicht berechnet irgendwie. Also vermute ich, dass es daran liegt, oder? Nö, alle anderen sind ja behaart, nur das eine nicht. Oh, Das okay. eine kleine Nudistenschaf da hinten. Na gut. Es war der Versuch einer Erklärung, hat dann halt nicht funktioniert. Na Glaube, ich gut. muss das Schaf in der Folge zensieren. Habt ihr dann so einen schwarzen Balken darüber? No, der war falsch. Glaube, das wäre wirklich lustig, ne? Wo Wenn ich muss ich denn das so jetzt dann machen? übermache. Da. Ach ja. Hep. So mit Schäm. Ich finde unser altes doch voll schön. Das ist es ja auch. Bin verliebt in unser altes Dorf. Weil mit diesem Marktplatz. Boah, das ist ja nicht wirklich Marktplatz, die Plaza. Wir müssen mal einen richtigen Marktplatz hier noch irgendwo hinbauen. Mit Es gibt Rathaus in der Nähe. tatsächlich ein kleines Problem jetzt. Nämlich, ich habe jetzt zwar, ja, an der roten Seite das jetzt ein bisschen ausgebaut und die Wand aber mit Fels ersetzt. Das heißt, wir haben da jetzt nicht mehr diese rötliche Wand innen. Wenn ich aber das nicht mit Fels mache, dann würde man außen das Rötliche auch sehen. Kannst du nicht Ist einfach Außenfeld das machen? schlimm? Ja, aber dann baue ich den ganzen Berg dadurch breiter. Ja und? Ist das Naja. mein Problem? Geil ist aber schon anders dann, finde ich. Aber das innere Rote, das ist dann weg.
Du kannst dir das ja gleich mal angucken. Naja, gut, wir haben halt nicht komplett innen das Rot. Das ist nur hinten die Mauer und am Anfang die Mauer. Aber das finde ich jetzt gar nicht schlimm, weil wir haben ja auch nicht das ganze Treppenhaus damit gemacht. Also ich finde es jetzt persönlich nicht schlimm. Du kannst dir das ja, wenn du gleich wiederkommst, kannst dir das ja mal angucken und dann sagst du mir mal, was du davon hältst. Ich finde es jetzt Ja. nicht schlimm, wie gesagt. Ach so, jetzt ist der Moment, wo wir keine Spitzhacke mehr haben. Das ist natürlich ungünstig. Wir hatten gar kein Holz hier oben, ne? Doch, ein bisschen ist da. Haben wir noch, Ja, ein okay. kleines bisschen. Na gut, dann suche ich da mal nach. Aber ich komme auch gleich zurück. Oder ich nehme einfach diese Eisenspitzhacke. Das ist natürlich viel einfacher. Ist ja unfasslich. Meinst du, Absolut. zwei Stacks reichen? An Holz. Hm? Ja, die sollten erstmal reichen, oder? Denke ich zumindest. Gut. So, dann kloppen wir das hier mal eben weg. Das sollte Also eigentlich ich habe reichen. fast zwei Stacks. Mir fehlen noch neun. Ja, Aber sollte meine aber für den Spitzhacke Anfang ist reichen. kaputt. Wir reden ja hauptsächlich über Holz, das wir aus Stämmen herstellen, woraus wir wiederum Stöcker machen, damit wir daraus wiederum Werkzeug bauen. Also das frisst da jetzt nicht so viel Holz, oder? Ja, das jetzt nicht. Das Timing dürfte gut werden, weil ich glaube, ich hau exakt meine nächste Spitzhacke hier gerade kaputt. Ja, mehr oder weniger. Minimal Ich hält mache sie mich mal auf noch. dem Rückweg zu dir. Jupp, mach das, mach das. Weil dieses Dorf So. können wir noch echt schön riesig bauen, dass es eine richtig schöne Stadt wird. So, sieht das okay aus so? Nee, da machen wir noch ein bisschen weg, das sieht mir zu gerade aus. Dann machen wir noch eine kleine Bahnhofshaltestelle dort, wo ein Zug passt, hinpasst. Ach, das wird schön. So, ich mag das nicht, wenn das da zu gerade aussieht, aber so dürfte es passen. Ja, lasse ich jetzt einfach mal so. Kram, Kram, Kram. Der darf einmal weg. Was essen könnte ich auch mal zwischendurch. Ich achte da immer nicht drauf, wann ich Hunger habe hier im Spiel. Und ich muss sagen, so weit ist gar nicht unser Dorf gar nicht entfernt von diesem Ort hier. Nö, so weit ist das tatsächlich nicht. Oh, Da ist dann, da kann man ja mal überlegen, ob man das nicht dann in der letzten Mauer noch mit reinbringen will, die wir bauen. Das Dorf? Weil wir Da wollen ja hast du aber drei eine Mauern bauen. scheiße große Mauer, Alter. Wie weit willst du nur die Mauern setzen? Schon ordentlich, Ja, ja. ich merke schon. Ich Da heißt meine, du es immer, ich bin wolltest. der Größenwahnsinnige von uns hier. Du wolltest am Anfang dieses ganze riesig groß aufziehen, dann ziehen wir das doch durch, ne? Nun ja, aber du definierst einen neuen Maßstab von gigantisch gerade. Also soll mir gleich sein. Ich bin da flexibel. Die Mauer muss ja auch Aha. nicht so detailliert sein da vorne. Wir haben Reicht, wenn es so eine Gravel, aha. Standardmauer ist. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Ach doch, ich kann dir noch folgen, keine Sorge. Noch. Noch geht das. Ja, alles okay. Ach, hier haben wir auch noch Das sieht so Spitzhacken. Ja, anders aus. WTF. Warum haben wir denn hier auch noch Spitzhacken? Was ist denn hier los? Dann klaue ich mir da doch mal eben noch mal ein, zwei hier. Man müsste eigentlich gucken, dass man das auch so aufspürt, dass man die einfach runterfällt in die Treppe. Obwohl, das ist jetzt So, nicht so Stein, schlimm. Stein, 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 die tue ich mal dahin. Hatte ich da nicht auch noch sowas? Ja, habe ich. Okay, Nee, da. so schlimm sieht das wirklich nicht aus. Achso, bist gerade angekommen. Ja, ich fand jetzt halt nicht, dass es total kacke aussieht. Deswegen dachte ich mir, das kann man doch vielleicht so lassen, oder? Ein weiter raus kannst du nicht mehr gehen, oder? Wenn ich hier weiter rausgehe, habe ich direkt die Außenmauer. Das ist das Doofe halt. Ich würde eigentlich gerne, weißt du, einfach weil, da hätte ich nämlich gesagt, kann man hier noch so ein kleines Geländer dran setzen. Das ist ein bisschen Ja, eine doof, Treppe, aber ne? ja, ist halt doch sehr nah dran, leider. Aber wie gesagt, gehe ich einen weiter nach außen, dann habe ich direkt die Außenmauer. Und ich habe, das kann ich dir mal ganz kurz hier von außen zeigen, ich habe das jetzt hier auch schon minimal umbauen müssen. Ja, das schwebt jetzt hier so ein bisschen dieser gemauerte Stein, ne? Weil das hier ist direkt die Außenmauer. Die Wand hier. Aber ich habe jetzt halt das hier oben halt ein bisschen höher gezogen, ne, die Sachen. Weil ich dachte, naja, müssen die bis hier unten da, wo ich jetzt stehe, tatsächlich hingehen oder kann ich die nicht auch ein bisschen höher setzen? Ist doch egal. Das muss ja gar nicht so hoch sein. Ja. Also es sieht so vollkommen okay aus, denke ich. Das ist ja eh nur an dieser Seite, dass es so weit runter geht, ne?
Sieht man ja gerade von innen vor allen Dingen, weißt du, das ist das Tiefste, was es runtergeht. Bei allen anderen Seiten ist das deutlich höher erst. Und wir haben mehr normalen Fels, also ich denke, das ist legitim, das so zu machen. Ich mach mal eben hier drin noch ein, zwei Fackeln rein, schon mal. Dass wir hier so ein bisschen Beleuchtung haben. So, einmal dies, einmal das, die kommen mal eben weg. Ihr könnt auch mal weg, euch Ach brauche ich ja, wir auch nicht müssen auch mehr. im Treppenhaus noch die Fackeln anders positionieren. Da ist ja auch noch was. Hast du was dagegen, wenn ich hier mal jeweils die mittleren rausklappe, um da eine Fackel reinzusetzen? Ich Nö, würde die nö, gerne so ein mach du. bisschen in die Wand rein platzieren. Dann würde ich aber vorschlagen, dass du noch einen Block weiter reinbaust. Warte. Reicht das nicht so? Nee, nee, mach noch mal, mach den Block dahinter bitte kaputt Ach so, erstmal. ah, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Du willst jetzt das dann. Ja, Ah, warte, warte, schön. Hast du warte, noch lass es. Cleanstone? Pack mal hier so ein bisschen Ja, Cleanstone vor. gerade nicht, aber gleich. So. Eben dachte ich mir nämlich auch. Aber schön, dass du die gleichen Gedanken hattest wie ich. Oh, scheiße. Hier ist hoch genug, oder? Warte mal, machen wir das so. Da ist hoch genug. Setz mal da oben noch einen dran, dann sieht das gleichmäßig aus. Mach ich da noch einen hin? Sieht das zu viel Ich aus würde gerade? hier noch einen und da noch einen hin tun. Hier und hier. Was da? Und da? Ja. Sieht so glaubwürdiger aus. So. Okay, Der da so, oben hätte hast du. jetzt nicht hingemusst, aber. Doch, der muss da hin. Aus ästhetischen Gründen muss der da hin. Okay. Ja, doch, das ist cool. So mag ich das. Machen wir das so. Ich finde es ein bisschen dunkel hier drin irgendwie noch. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, Gibst wo du mir ich ein paar hier. Fackeln? Ich habe mal Ideen, wo wir Fackeln tun können. Ja, ich gebe dir mal einfach eben die Hälfte ab. So viel habe ich gerade auch nicht mehr, aber. So, dahin, 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 dahin. So, ich mach mal die auf dem Boden weg. Dann, Ach, du nein. machst oben welche dran gerade? Dahin. Ah, ja, okay. Dahin. Voll. Hast du noch einen Cleanstone für hier? Im Ganzen? Ja. Wo wolltest du den haben? Da in die Ecke. Da in die Lücke da oben. Ja. Also, da nehme ich Genau. an. Nein, nicht da oben. Nein, ja. So, jetzt. Da ist. So, ich glaube, ich bin so damit zufrieden. So, für Gut. den Moment doch kann man machen, ne? Kann man wenigstens außen rum gehen. Ah, ich mag das irgendwie. Also, das sieht auch schön aus. Immer wenn ich hier so nach oben gucke, denke ich mir, ja, doch, das ist hübsch. Gefällt mir. So, vom Look her ist das ganz gelungen, denke ich. Vor lauter Freude spielt direkt das Piano eine Runde mit. Sehr schön. Hat bei mir heute noch gar nicht gespielt. Ja, nee, schön. Mag Jetzt ich. schon wieder dunkel, jo. Jep. Aber ich glaube, wir können die Folge dann auch bald beenden. Ja, die ist nicht mehr lang. Wo habe ich denn jetzt gerade hier Eisen gesehen? Wo war das denn? Ich wollte nämlich mal gerade gucken, was haben wir denn hier an Eisen? Weil, wenn wir 5000 Schienen machen wollen, das ne, wird ein bisschen aufwendig. Wir sollten vielleicht wirklich erstmal auf. Hast du hier das Holz reingepackt? Nein, ich hab's noch. Kannst du aber gern Gut. dort reinpacken. 24er Birkenholz Schub, und bitteschön. 64er Birkenholz. Gut, dass wir hier ganz viel Holz haben. Oh, wir haben auch Kartoffeln. Oh, wir haben auch gebackene Kartoffeln. Oh, toll, wir Oh, sind wir haben noch beide mehr dumm. Möhren. Oh, wir sind ein Dumm. Oh, guck mal, ganz viele Fackeln. Alter, wie dumm sind wir denn eigentlich? Wir sollten mal öfter in unsere Kisten gucken. Ist ja, ach, ich sag nichts. Oh, Schön. ich habe einen Bogen und Pfeile. Oh. Ab ins Bett. Schön, diese Folge heißt dann wohl auch Red und Eki entdecken Minecraft. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Moment, ich muss mal eben eine Kleinigkeit machen. Ach, ich habe Aber ich sowas. schlaf schon. Auch sowas habe ich im Inventar. Das ist ja total toll, was ich alles im Inventar habe. Ich kotze vor Freude, yay. Aber ich schlafe schon. Ernsthaft, wie dumm sind wir denn? Das ist ja. Manchmal sehr. Magst du einmal ganz kurz hier draußen was schauen kommen? Darf ich das so machen? Weil es ist mir zu dunkel. Und das ist doof. Darf ich das hier hinmachen? Und darf ich gegebenenfalls hier Dann noch zwischendrin solche Sachen hier machen? und hier und Ach, hier hier möchtest du auch noch und welche haben? hier.
Ja, damit das sieht dann auch mehr aus, als wäre das wirklich gewollt Darf platziert. ich eine Kleinigkeit aber anders machen? Was denn? Nämlich das. Ein bisschen weiter nach außen gehen damit jeweils. Ja, klar. Hat dann auch was. So ein bisschen verbreitern das Ganze. Das ist ganz okay, denke ich, oder? Achso, ach, machst du an der Wand noch welche dran? Ja, das schadet nicht. Weil mir war der Bereich hier zu dunkel. Hier ist halt nix, ne? Da haben wir keine Laternen. Und ich war am Überlegen, ob ich das nicht hier sogar noch so zwischendurch mache. Aber da bin ich mir gerade unsicher. Einfach hauptsächlich auch wegen den Abständen. Wo macht man das dann? Aber hier zum Beispiel, hier ist mir das zu dunkel. Es spawnt ja auch ab und zu mal doch nochmal ein Creeper oder sowas hier auf der Brücke, weißt du? Das ist so. Bisschen mehr Beleuchtung wäre, glaube ich, ganz sinnig. Ja. Ah, das sieht aber schön aus mit den Fackeln. Das gefällt mir gerade. Das ist cool. Ganz spontane Idee, die aber gut aussieht. Ja, ich komme gleich. Das Warum können hupen meine wir Nachbarn? WTF, ruhig da. Ich bin am Aufnehmen. auch auf der anderen Seite übernehmen mit den Fackeln. Ja, ne, ich denke schon. Ja. Nee, sieht gut aus. Ja, das war die Folge der 100 Kleinigkeiten und des Beefs. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Feierabend erstmal. Yo. Machen wir das so. Ah, ist schön Yo. hier. Gefällt mir. Hübsch. Nein, Gibt's noch machen einen wir fein. Zen-Garten daneben? Und in meinem Kopf dachte ich gerade so: Gott, wir haben schon einen schönen Sinn für Ästhetik. Und in dem Moment haust du raus, jetzt noch einen Zen-Garten. Ja, danke. Hör mal auf, in Bitte. meinen Kopf zu gucken. Wir machen jetzt Feierabend. Ich muss erstmal den Eki aus meinem Kopf verscheuchen und dann machen wir weiter. Sehr schön. Ich danke fürs Reinschauen. Tschüss, danke fürs Zugucken. Bis Bis zum zum nächsten nächsten Mal. Mal. Tschüss. Ah, so beknackt einfach nur.